Ja, willkommen zur Let's Play Live Show. Mein Gott, also wir haben noch keine 8 Uhr. Yeah, yeah, yeah. Hallo Klangkasma, hallo Vika. Hallo Villager Jung, ich grüße dich. Ja, Glückwunsch zur Folge 200, Alter. 200 Folgen, ich kann es aber noch nicht glauben. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ich komme mir vor, als ob ich hier so ein bisschen... Als ob ich hier so ein bisschen gefangen bin in meinem kleinen Fensterchen hier so. Hilfe, lass mich hier raus. Ich will raus in mein Fensterchen hier. So. Ich bin hier gefangen in mein Fensterchen. So. Ja, ja, Folge 200, mein Gott, hey. Konfetti. 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 So, weiß nicht, ob es vielleicht schon einige bemerkt haben, ich habe schon wieder zwei Mikrofone dran. Hier. Über den Stream und hier Aufnahme. Ich nehme gerade nämlich Parallelkram auf für YouTube mal wieder, weil ich würde es gerne, vielleicht werde ich das auf YouTube hochladen, vielleicht behalte ich das auch in meinen Archiven, wie ich mich dann heute mal total zum Deppen mache. Ja, Act It Out spielen wir heute erstmal so vorab. Eventuell, falls es gut ankommt, falls es gut läuft, werden wir das immer so vorab so ein bisschen spielen und danach andere Spiele. Ich bin gespannt, ich habe es heute mal ganz kurz den Stream mal angeschmissen, heute Morgen um, ich glaube, 11 oder 12 oder 13, ich weiß es nicht mehr, um zu testen, ob es funktioniert mit dem Stream, ob man wirklich das mit Zuschauern spielen kann. Und ja, es funktioniert. Ich hatte das heute Morgen mal ganz kurzzeitig ausprobiert. Ja, was ist Act It Out? Act It Out ist ein Charadespiel. So, alles gesagt. Warte, ich muss mal eben was trinken, klar, Moment. Wenn noch mal eben kurz. Wir werden noch mal kurz ein bisschen warten auf noch ein paar andere Zuschauer, weil ich glaube, es sind, glaube ich, noch nicht alle da. Aber guck mal da, die Steinhaus ist da. Guck mal, Nesta ist auch da. Ich hoffe, ihr habt fleißig Lust und vor allen Dingen auch Spaß mitzurätseln. Ja, ich werde mich hier total zum Deppen machen wahrscheinlich bei diesem Spiel. Und, ja, ihr seid herzlich eingeladen mitzuspielen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie wir das aufteilen werden mit den Spielern, weil man kann es auch zu Hause an der Konsole spielen, mit Kumpel zusammen, ist so eine Art Partyspiel. Und jemand muss Begriffe erklären. Auf. Apropos, Moment, ich muss mal eben was besorgen. Warte mal eben. Warte mal. Im Übrigen ist hier noch ein Rätsel drauf von The Witness. Was hatte ich gesagt? Ich hatte gesagt gehabt, erklären, also umschreiben. Also es ist so ein bisschen wie soll ich sagen, so ein bisschen wie Tabu. Wer von euch vielleicht das Brettspiel Tabu kennt, den sei gesagt, was, Fragezeichen? Nein, also ich erkläre es mal. Also es geht so ein bisschen darum, ich kriege Begriffe angezeigt, ja, und ihr dürft fleißig mitraten. Ich darf die Begriffe nicht nennen, wenn ich sie zum Beispiel beschreiben muss. Darf ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal, es gibt mehrere Kategorien. Ich sage jetzt mal, als Videospiel sage ich mal zum Beispiel Far Cry. Wenn da jetzt steht bei mir der Begriff Far Cry, den muss ich beschreiben, dass ihr es erraten müsst. Ja? Bin mal gespannt, wie es ist, warum es auch zu kaufen. Ja, deswegen, ich dachte mir so, für den Stream ist es bestimmt total lustig, total ulkig. Also, wie gesagt,
Beim Beschreiben geht es halt darum, es zu umschreiben. Dann gibt es auch die Möglichkeit, es aufzumalen. Wie das so im Stream funktioniert, weiß ich nicht. Muss ich gucken, ne? Hallo Lexchen, willkommen zur Let's Play Live Show. Und, genau, aufzuzeichnen und sogar, jetzt haltet euch fest, zu singen und ich mit meiner sexy Stimme. Aha, hört, hört. So, ich werde mal eben das Papier zerknütteln und mal... Bleibt da liegen. So. Ich würde sagen, wir können bis zu 8 Spieler. Jetzt rotze ich auch noch meine eigene Tastatur an. Entschuldigung. Ich glaube, die Regeln sind eigentlich klar, ne, oder? Also, worum es geht. Also, ich werde die Begriffe immer sehen, ihr nicht, ne, weil ihr erraten müsst. Und, wie machen wir das denn? Machen wir nur 2 Spieler? Oder machen wir 8 Spieler? Ich bin gerade am Überlegen, wie wir das handhaben, weil eigentlich sind ja nur wir beiden. Also, ihr, ja, und ich. Weil ich zähle euch jetzt mal als, ja, wie immer halt, als gemeinsame Community, ja? Ihr ratet und ich erklär's. Ja, machen wir das einfach so, machen wir 2 Spieler, ist das Beste. So, jetzt haben wir hier, welches Spiel möchtest du spielen? Klassische Charade, die bekannten und beliebtesten Charade-Varianten stellen die geheimen Begriffe dar, und deine Mitspieler müssen erraten, was gemeint ist. Oder gemischte Charade, spiele Charade mit ein paar tollen Zusatzmöglichkeiten. Du kannst deinen geheimen Begriff nicht nur schauspielerisch darstellen, sondern auch singen, beschreiben und zeichnen. Sollen wir erstmal... Genau, also machen wir 2 Spieler, genau. Sollen wir denn erstmal, wir fangen erstmal klassisch an. Ne? Wir fangen erstmal klassisch, bevor das mit dem Malen kommt und alles. Ich hab's heute, wie gesagt, ganz kurz reingeguckt und es sind Begriffe dabei. Da weiß ich selber nicht, wie soll ich beschreiben soll. Es kann heiter werden, da freue ich mich jetzt schon drüber. Ja, also fleißig in den Chat dann gleich posten, dann wählen wir mal 2 Spieler. Und ich hatte das heute Morgen extra ausprobiert oder Nachmittag ausprobiert gehabt, ob ihr die Begriffe dann auch seht auf dem Bildschirm. Aber es wurde extra so gemacht, dass es im Stream nicht so ist. So, wir spielen natürlich ein kooperatives Spiel. Jetzt steht natürlich gemeinsame Punktzahl, weil es mein Wechsel wäre jetzt. Aber dadurch, dass natürlich 2 Spieler sind, machen wir das natürlich dann ganz normal. Ja, machen wir das so. Falsch, was meine ich? So, warte mal. Jetzt benenne ich erstmal Name ändern. Machen wir erstmal... Warte. Na, ich will groß schreiben. Hallo? Geht das Wort? Hey, das funktioniert. LPS-Community gegen... gegen Flexi. Finde ich gut. Bin ich ein Freund von. So, hi ho, Centuri. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Bist auch herzlich eingeladen, bei der LPS-Community mitzuraten. So, wie lange spielen wir denn? Ein schnelles Spiel ungefähr. Hä, was? Passwort? Hä? Ein schnelles Spiel, das ungefähr 15 bis 20 Minuten dauert. Eine gute Portion Acted Out, die euch die Wahl, die euch etwa eine halbe Stunde unterhält. Oder wahre Charaton, der euch bis zu einer Stunde oder sogar etwas länger beschäftigt. Wie lange? Wir machen erstmal. Wie lange soll man denn spielen? Mal so. Ich frage jetzt euch mal, worauf ihr so Lust hättet. Ich schau mal eben, ob hier läuft das alles. Es läuft alles, ne? Aufnahme läuft. Schön. Also wie gesagt, ich nehme das auch. Das kann heiter werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So. Also ich frage euch mal, wie lange sollen wir denn spielen? Sollen wir 15 bis 20 Minuten erstmal, eine halbe Stunde oder direkt in die vollen eine Stunde? Und da sogar etwas mehr? So. Kurz und danach mit Singen etc. Was? Erstmal kurz, würde ich sagen, zum Einspielen. Mittel zum Reinkommen. Wisst ihr was? Wir fangen erstmal kurz an, damit ihr erstmal überhaupt seht, worum es geht. Machen wir erstmal. Alter, seid ihr wahnsinnig? Alter, 12. Ihr seid total verrückt. Ihr seid total verrückt. Ich war auch überlegen, ob ich den Chat hier wieder ausblende und dann wieder über den Rechner gucke. Werde ich vielleicht den nächsten Mal nur noch machen, um mal zu gucken, wie das so ist. Oder Mittel, meinetwegen auch. Pass auf, wir machen mal eine gute halbe Stunde.
Und dann dürft ihr fleißig mitreden. LPLS Community. Jetzt müsstet natürlich normalerweise ihr den Begriff sehen. Aber funktioniert ja hier so nicht, weil jeder wird den da sehen. Deswegen spiele ich quasi den Alleinunterhalter. Und ich sehe jetzt, beziehungsweise ihr dürft euch jetzt eine Kategorie auswählen. Film, Fernsehen, Bücher, Theater, Musik, Ausdrücke und Sprichwörter oder Videospiele oder Zufall. Ihr dürft entscheiden. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt kommt. Ich lass mich da... Prost. Oh, das wird richtig lustig. Ich freue mich schon. Ich glaube, das ist ein richtig geniales Twitch-Spiel. So, Fernsehen, Film. Ich wähle natürlich das aus, was da am meisten genannt wird. Und auch die Leute, die gerade eingeschaltet haben zur Let's Play Live Show, willkommen. Jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Heute Bonusfolge 200. Morgen geht's auch nochmal weiter mit Layers of Fear, dem neuen Horrorspiel. Jetzt habe ich Film und Fernsehen. Zweimal Film, zweimal Fernsehen. Film, okay. Gut, dann machen wir Film. So, mach dich bereit, den geheimen Begriff zu erfahren. Ich werde jetzt den Begriff sehen, ihr werdet diesen Begriff nicht sehen. Hoffe ich zumindest, also ich glaube, hat heute Morgen auch funktioniert. Und dann muss ich ihn euch erklären. Das wird spannend. Ach du heiliger Strohsack. Ach du heiliger Strohsack. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. In dieser Runde wirst du schauspielen. Ich muss schauspielen? Stell die Wörter des Titels mit den Händen und dem Körper dar. Was? Was? Ich darf nicht sagen? Alter, wie soll ich das in meinem kleinen Fensterchen, wie soll ich das darstellen? Das wird nicht funktionieren. Ich bin überlegen, ob ich nicht die Kamera, ob ich den Chat ausmache. Also ich sehe den Chat ja sowieso. Ob ich den Chat nicht dann ausmache und die Kamera verbreitere. Weil das wird dir sonst zu eng dafür. Das ist so mies. Das ist so mies, Mädels. Jungs und Mädels. Wie sollen wir es denn handhaben? Soll ich den Chat dann hier ausmachen und soll ich den über Twitch, weil ich sehe ihn ja auch, den Chat? Alter, das ist so mies, weil das ist jetzt schon ein Film. Alter, da habe ich gar keinen Platz hier. Wie, in meinem kleinen Fensterchen. Ja, mach das. Okay, pass auf, dann mache ich das mal eben. Wartet mal eben. Ihr könnt mir ja mal eben sagen, ob ihr den Begriff gesehen habt. Ich glaube, ihr habt den, erweiterte Einstellung. Warte mal. So. Ich glaube, ihr hattet den Begriff, glaube ich, nicht gesehen, ne? Achso, jetzt muss ich noch die Kamera einstellen. Warte. Geht sofort wieder weiter. Videokamera einstellen. Breit. So. Was ist denn, wenn ich groß mache? Ach, das ist nur so. Nee, das passt nicht. Mach mal ruhig breit. So, das, da habe ich ein bisschen mehr Platz zum Jonglieren. Ich nenne es mal Jonglieren. So, oben rechts ist ganz gut. Okay. Nein, habt ihr nicht gesehen. Nop haben wir nicht. Okay, das ist super. So, ich glaube, so kann ich ein bisschen besser... Alter, das wird so bescheuert. Das wird so bescheuert. Also, ich muss sehen, stell die Wörter des Titels mit deinen Händen und dem Körper dar. Das heißt, ich darf auch keine Geräusche machen, oder... Ich... Alter, das ist so mies. Okay. Ich probier's mal. Ich bin gespannt, wie lustig es wird. Ja! An Centuri! Centuri hat schon richtig, Alter! King Kong und ich weiß gar nicht, wie soll ich denn bitte die weiße Frau imitieren? Wie soll ich die weiße Frau denn bitte imitieren? Alter, das ist so mies! Willkommen zur Let's Play Live Show! Ja, an Centuri, ja! Das ist. Das. Oh, das wird. Huh!